Ja, hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Ja, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen. So, da sind wir wieder und wir müssen hier... Hier haben wir alles. Den Styracosaurus möchte ich noch freischalten und die Mission, die Heilung, muss ich hier noch freischalten. Okay. Das heißt, wir machen hier einen neuen Auftrag. Neuer Auftrag anfordern und zwar hier Unterhaltung. Hier ist eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Corythosaurus-Genom akzeptieren wir. So, dann gehen wir gerade nochmal nach Isla Mantaseros zur Insel. Weil da müssen wir ja auch noch ein bisschen was upgraden. Weil ich habe gesagt, ohne spezielle Vorbereitungen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es war. Ich glaube, es ging um Zäune. Möchte ich ungern weitermachen, weil bei der nächsten Insel geht es darum, dass wir einen T-Rex züchten. Und der ist dann doch ein bisschen groß für das, was ich vorhab. Wenn er mich fragt. Gebäude verfügbar. Keine, da haben wir alles. Gehege, da haben wir alles. Gebäude-Upgrades. Haben wir alles. Genetische Forschung. Haben wir alles. Wir haben alles geforscht. Super. So, Fossilien ansehen. Baryonyx. Baryonyx, Baryonyx, Velociraptor, Dilophosaurus. Dann machen wir mal den da. Wie viel vom Ceratosaurus-Genom habe ich denn? Muss ich doch irgendwo einsehen lassen. Da nicht. Da nicht. Wir sind unterwegs, das ist gut. Was hat der hier? Sicherheitszentrum wollte ich hier noch haben, glaube ich. Bin mir da jetzt nicht so sicher. Was wollen wir hier? Okay, und hier. Okay, neuer Auftrag. So. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Ja, das kann ich gerne machen, aber hier hat es in diesem Park hat's keinen Baryonyx. Lass mal gucken. Ich habe hier einen Ceratosaurus. Gut, ich könnte hier auch noch einen Baryonyx hinbauen. So soll es ja nicht sein. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Dann Zäune und zwar... Die dicken Elektrozäune. So, das ist das hier, dann brauchen wir Strom, ein Umspannwerk. Ja, Weg nicht verbunden, hier ein Umspannwerk hin. So, da habe ich keinen Strom. Oh,
Jetzt wollen sie es aber gerade wissen. So, jetzt wollen wir jetzt mal weg hin. So. Aber du müsstest doch. Ah. Jetzt muss ich kurz mal. So, ihr füllt mir mal den Futterspender. Reagiere auf Nachschubanfrage. So, dieses ist dieses und ihr Aufgabe hinzufügen. Wo ist ein toter Diener? So, was war's vor? Unterwegs, um Produkt abzuholen. Montosaurus. Dann bauen wir doch da gerade noch mal einen. So. Haben wir schon mal verbesserte Leistung? Kann ich mir noch ein Upgrade kaufen? Das ist ein kleines Kraftwerk. Aber ich kann mir doch ein mittleres Kraftwerk bauen. Transportiere Produkt. So, dann brauchst du noch einen Weg. So. Alles kein Problem. Dann kommt hier noch ein bisschen Wasser rein. So, dann kriegst du noch eine Futterstation und noch eine Lebendfutterstation und dann muss da noch ein Tor rein. Gibt es da schon bessere Tore? Nee. Gut, dann können wir uns hier einen Baryonyx züchten. Wo bist du denn? Da ist er. Ja. Und alles funktioniert wieder. Super, dann gehen wir mal gleich in die andere Insel. So, Isla Muerta. Zu Isla Muerta. Na, es wird doch, liebe Leute, das gefällt. Ich weiß, ihr sagt euch jetzt, warum macht ihr jetzt so viel? Aber geht mal davon aus, wenn ich jetzt hier alles erforscht habe, dann brauche ich nachher auf der anderen Insel nichts mehr erforschen. Und das ist doch auch mal ganz schön. Coritosaurus Genom. So, ich würde das gern drehen. Danke. Was haben wir denn hier? Ah, neu. Was haben wir noch? Das kann man verkaufen. Die Lophosaurus. Die haben hier lauter den Lophosaurus. Okay. Expeditionszentrum. Expedition ansehen. Wo gibt's denn Coritosaurus? Coritosaurus war es doch, ne? Ceratosaurus.
Ankylosaurus. Kranke Dinos stellen eine potenzielle Gefahr für andere Dinos dar. Sie erhöhen das Risiko in den Einrichtungen. Ja, Aufgabe hinzufügen. Bestätigt. Behandel mir meinen Kleinen. Habe ich jetzt vergessen, in diesem Ding ein Tor einzubauen? Ja, natürlich habe ich das. Aha. Gut. Lassen Sie einen Korythosaurus mit Immunreaktion-Modifikation frei. Wo sind denn meine Korythosaurier drin? Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Hä? Ach, ich hab die noch gar nicht. Ah, ja, das erklärt natürlich einiges, wenn ich die erst auf 14% hab. Sinoceratops, der macht sich da drüben ganz gut. Ja, ich muss die ja betäuben und dann hier, ja. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Von Korythosaurus habe ich jetzt gerade keins. Baryonyx kann ich weitermachen. Ah, das können wir verkaufen. Was haben wir hier? Raptoren. Ah, beim Dilophos weiter. So, Forschungszentrum, da hat sich's ausgeforscht, ne? Ja, alles gut. Super Sache. Ja, runter zu den Schatzels. Was sind sie denn? Da ist einer. Okay. Was haben wir? Ja. Ein Grabungsteam. Müssen wir nochmal graben gehen. Aber bis jetzt. Okay, ich hab nur eins, von dem her ist es egal. Läuft es hier doch ganz gut. Hier habe ich Sinoceratops drin, Triceratops drin. Der Diplodocus. Die Dilophosaurier mit dem Triantosaurus. Raptoren, ein Baryonyx. Oh, super. Nadelbaumfossilien. Ah, jawohl, den will ich. So, gucken wir mal, was bringt es mir hier denn? Hier kriege ich dann den Styracosaurus. Als nächstes. Das ist nicht schlecht. Und hier, die Quest habe ich schon gemacht. Gut, dann brauche ich nur noch Mission die Heilung. Okay. Den habe ich fertig. Jawohl. Gut, dann gehen wir nochmal nach Isla Mataceros. Obwohl, solange es hier so gut läuft, könnte ich eigentlich auch. Wisst ihr was? Ich kümmere mich diese Folge nochmal um die zwei und in der nächsten gehen wir dann nach Isla Tacano. Das ist ein Versprechen. Dann machen wir das doch einfach so. Sonst dauert es ewig und
und ihr müsst mir hier beim langweiligen Rumklicken zugucken, dann lieber so, dass wir dann gucken, okay, Missionen erfüllen, Zeug fertig machen. Oh, es regnet auf Isla Mataseros. Okay. Meine Gästeanzahl? So viele Gäste habe ich jetzt noch nicht, hä? Scheint mir. So, was Forschungszentrum brauche ich gar nicht gucken. Da forscht gerade noch überhaupt nichts. So. So, der Baryonyx ist vermutlich auch noch nicht fertig. Ne, 24, 25. So, gucken wir mal, was wir hier reinpacken können. Verbesserte Leistung. Verbesserte Leistung. Und Ausfallschutz. So, wie sieht denn gerade meine Verwaltungsansicht aus? Ich habe... Ja. Ja, das ist doch gut. Sturmschutz haben wir eigentlich. Wir waren mal gut abgedeckt, dachte ich. Sicher sind wir. Da könnten wir hier noch was hinbauen. Für die Gäste eine Einschienenbahn. Was haben wir hier? Gyrostation. Das, da freue ich mich schon drauf. Ihre Beobachtungsplattform. Wenn ich die hier hinpack. Dann hat man eigentlich den Überblick über das. Fast das komplette Gehege. Ja, machen wir die doch da hin. So, ein Weg. Und jetzt braucht die noch ein Umspannwerk, so wie das aussieht. So. Das war das. Wo ist denn meine Ranger-Station? Da. Ranger D1. Nachschubanfrage bestätigt. So. Wenn dann der Baryonyx fertig ist. Okay. Beschädigt. Nein. Alles gut. Sichtbare Dinos 0 bisher. Den lassen wir gleich raus. Und dann fahren wir rein und machen ein Foto. So, und wenn ihr schon da dabei seid. Verstanden. Kommt auf die Liste. Macht er mir mal die voll. So. Sieht doch ganz gut aus. Fossilienzentrum. Muss man mal wieder reingucken. Ja, Baryonyx genommen. So. Was? Ein Baryonyx. Jawohl. In einer grünen Insel, das ist schön. Eine Reise besteht eigentlich nur aus einigen kleinen, manchmal zufälligen und chaotischen Schritten. Und Sie haben gerade einen Schritt gemacht. So, dann machen wir dem noch ein bisschen. Wir haben die Aufgabe, nein, die Mission, diesen Tieren ein optimales Umfeld zu bieten. Ihr Lebensraum ist viel zu klein.
Was? Isla Nublar freigeschaltet. Ach du Schande! Bauen Sie die ultimative Anlage ohne ausreichendes Budget. Ein Land der Wunder und des Lebens. Okay. Unmöglichen, ursprünglichen, triebhaften, räuberischen, vorgeschichtlichen Lebens und Sterbens. Das Vermächtnis von Isla Nublar, nicht Hammonds Traum eines Jurassic Parks, sondern etwas viel Passenderes. Okay. Keine, Sie müssen weder Abteilungsruf noch Aufgabenrücksicht nehmen. Verwenden Sie die Dinosaurier-Gebäude und Upgrades, die Sie auf den Lassinus Muertes freigeschaltet haben. Okay, das kommt dann ganz zum Schluss. So, jetzt gucken wir uns den mal an. Wie geht's dir? Gesundheit gut, Nahrung gut, Wasser gut, Geborgenheit gut, Grasland. Könnte ein bisschen besser sein. Weißt du was, Kollege? Dann mache ich dir noch ein paar Bäume weg. Jetzt besser? Ja, jetzt besser. Super! So, dann machen wir jetzt in dieser Folge noch, liebe Leute, ein Foto von diesem Ranger-Team. So. Von diesem Baryonyx. Leute, geht halt weg. Ihr könnt jetzt wegfahren. Keine Selfies allerdings. Fotos, auf denen sie verspeist werden, kann ich nicht verkaufen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke. Zu den Fossilien. Oh, was haben wir hier? Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Ja. Sicherheitsruf. Habe ich den jetzt hier? Nee, habe ich jetzt nicht. Ach hier, jetzt habe ich das hier. Jetzt kümmern wir uns um Sicherheitszentrum. Gut, aber das muss ja jetzt nicht sein, wisst ihr? Holen wir uns noch eine Quest ab. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. Ja, mach mal. Super Sache. Oh, halten Sie die Gastanzahl über 1400? Das lassen wir noch laufen. Ja, ja, ja. Und Katsching. Beeindruckende Arbeit. Danke. Freut mich, dass es gefallen hat. So. 2 Minuten. Okay, liebe Leute, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Jurassic World Evolution. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.